am Wagen durch die Stadt zu fahren. Das ist ein sehr angenehmes Gefühl, weil ich habe auch keine Probleme, wenn ich mal einen Parkplatz finden muss, weil er in jede kleine Lücke reinpasst. Kann man denn auch mit dem Fahrrad längere Strecken fahren als nur in der Stadt? Ja, das geht so, je nach Fahrweise, so um die 100 Kilometer. Ein Solarmobil ist ein Elektrofahrzeug mit solarer Stromversorgung. Damit die solar produzierte Energie ausreicht, muss dieses Fahrzeug hocheffizient sein. Deshalb muss es sehr leicht sein und man kann deshalb auch sagen, es ist ein Leichtelektromobil. Das Leichtelektromobil ist ein Spezialfahrzeug für den Nahverkehr, für die Pendler. Es wird auf kurzen Distanzen eingesetzt, die man häufig zurücklegt. Für diese Kurzstrecken, die im Bereich sind von 5 bis 30 Kilometer, das sind über 90% aller Autofahrten, die so kurz sind pro Tag, für diese Kurzstrecken setzt man idealerweise ein solches Leichtelektromobil ein. Wichtig bei den Leichtelektromobilen ist der kleine Energieverbrauch. Der Energieverbrauch eines solchen Fahrzeugs liegt unter umgerechnet einem Liter Benzin auf 100 Kilometer, also ist vielleicht etwa ein Zehntel eines heutigen Benzinfahrzeuges. Und das ist eigentlich der Hauptvorteil dieser Fahrzeuge. Man kann überall parken, die sind klein und handlich, ne? Und keine Abgase, die Stadt wird halt gestanksfrei, wenn es alle machen würden. Ich habe in der letzten Zeit jetzt doch noch einiges erfahren über die Fahrzeuge und habe auch mehrere Prototypen angesehen und finde, also so wie sie jetzt allmählich aussehen, sind sie sicher nicht nur für mich akzeptabel. Und dann war ja noch ein Riesenunterschied, wenn man am Straßenrand sitzt, auf Auspuffhöhe, was da vorbeirollt an Normalautos mit Gestank und Kraft. Und dann der Unterschied zu dem ohne Gestank und sehr leise. Ich war ja schon ewig Motorrad, nicht? Und aber wenn ich also noch jünger wäre, würde ich mir das überlegen, also umsteigen auf solches Vehikel da. Ne? Also ich finde, für die Zukunft war das bestimmt erst keine schlechte Einrichtung. Meinen erstens von der Umwelt her und so, also man kann so eine Energie ruhig so ausnutzen, wenn genug Sonne da ist. Am Anfang der Autogeschichte hat man versucht, so leicht wie möglich zu bauen. Man hatte auch damals kein Geld und man hatte kein Benzin, also hat man sich immer eigentlich damit begnügt, ganz, ganz einfache Sachen zu machen, die wurden ja letztlich auch leicht. Früher fehlten aber noch die Stoffe dazu, die wir jetzt haben, wie Kevlar, Kohlenstoff, Glasfaser, Epoxidharz und so Sachen. Und die machen natürlich die Sachen dann noch leichter. Leicht soll es natürlich darum sein, damit man nicht zu viel Energie braucht, um etwas zu bewegen. Aber es ist uns wirklich gelungen, auf der Straße von Zürich nach Genf, auf der Autobahn, und dann im Stadtverkehr, letztlich mit einem Durchschnitt von 57 Stundenkilometer, diese 547 Kilometer zu fahren mit einer Batterieladung. Das ist also im Moment effektiv eine Art Weltrekord. Das Ganze war, glaube ich, umgerechnet ungefähr 3,7 Liter Benzin, also außerordentlich. Wir wurden aufgefordert von der ETH Zürich, ein Fahrzeug zu bauen, von dem wir glauben, dass es irgendwie sicher ist. Und es kam dann zu dem berühmten Crashtest in Jahre 91 und dann kam dieses Fahrzeug von uns, das fuhr gegen die Wand und das machte wirklich nur Ping-Pong wie eine Billardkugel auf dem Billardtisch. Ping-Pong, Pong-Pong und die Scheibe war nicht kaputt und der Fermi war auch nicht, er war noch am Leben. Die Leute haben gelacht und gequatscht, also wir haben da zum ersten Mal gemerkt,
dass es wirklich möglich ist, ein Kleinfahrzeug zu bauen und so zu bauen, dass der Dummy in diesem Fall überleben kann. Ja, es gab natürlich auch einen Prototyp 85 und wir haben damals so große Fehler gemacht. Die Fehler wurden jedes Jahr ein bisschen kleiner und in diesem Jahr ist der Fehler nur noch so klein. Und wir hoffen, dass es nächstes Jahr ungefähr so ist und dann sind wir dann mal zufrieden. Und dann sagen wir nicht mehr Prototyp, sondern eventuell Serienfahrzeug. Man soll sich natürlich nicht versteifen auf Solarenergie, das kann auch Wasserenergie sein, das kann Windenergie sein, das kann überflüssige Energie sein, die es ja auch gibt, als Nachtstrom und so weiter. In unserem Fall haben wir das so, dass wir auf dem Dach der Fabrik 22 Quadratmeter Solarzellen haben. Und mit diesen 22 Quadratmeter können wir pro Jahr mit zwei Fahrzeugen, wie Sie hier sehen, 50.000 Kilometer weit fahren. In diesen Solarzellen erzeugt der Strom, hier handelt es sich um Gleichstrom, wird in einem besonderen Raum in einem Wechselrichter zu Wechselstrom umgewandelt. Und mit diesem Wechselstrom, der über ein Kabel hier zu dieser Solartankstelle geführt wird, können wir unser Solarauto oder Elektroauto aufladen. Da diese Fahrzeuge, solche Elektro- oder die Solarmobile, relativ geringe Reichweiten haben, muss es das Ziel sein, möglichst viele solche Parkmöglichkeiten in den größeren Gemeinden, möglichst an zentraler Stelle anzulegen. Gleich neben dem Bahnhof in Liestal hier wurde diese Parkanlage für Elektrofahrzeuge angelegt, und zwar mit dem Ziel, Pendler vor allem, die in die Stadt nach Basel fahren, anzusprechen, die mit einem Elektrofahrzeug von einem entlegenen Gemeinde oder einem entlegenen Dorf hierher fahren, ihr Fahrzeug den Tag durch hier abstellen und dann mit dem Zug nach Basel hineinfahren. Das Projekt CitySol basiert auf der Vermietung und dem Handel von Solarelektrofahrzeugen. Dieses Fahrzeug hier, das ist unser Schmuckstück. Wir beabsichtigen damit, einen Kurierdienst aufzuziehen. Aber das Fahrzeug kann auch bestellt werden als Familienfahrzeug, hinten mit Fenstern und auch mit einer Rücksitzbank für Kinder. CitySol wird vom Bundesamt für Energiewirtschaft finanziell unterstützt und hat zum Ziel,
dass solare Elektrofahrzeuge in Schweizer Städten ab Bahnhöfen vermietet werden können. Mit dieser Dienstleistung wollen wir zu einem Bindeglied zwischen privatem und öffentlichem Verkehr werden. Den Einsatz eines Elektrofahrzeuges besonders sinnvoll zu machen, ist dann gegeben, wenn der Strom regenerativ, zum Beispiel mittels Solarzellen, aus der Sonne gewonnen wird. Und bei mir auf dem Dach ist eine Solarzellenanlage von etwa 10 Quadratmeter. Die produziert mir genug Energie, um im Jahr über 10.000 Kilometer zu fahren. Da ich eben Pendler bin auf diesem Entfernungsbereich von gerade mal 20, 30 Kilometer, eine Strecke morgens und eine Strecke abends, das ist unsinnig, ein Auto mit einer Tonne Metall zu bewegen und vor allem in einer recht sensiblen Landschaft wie dem Schwarzwald, der ja schon sehr gefährdet ist, vor allem durch den Autoverkehr. Das Solarmobil ist das ideale Individualverkehrsmittel für Pendler, das heißt im Entfernungsbereich bis zu 100 Kilometer sind die Fahrzeuge heute schon so leistungsfähig, dass man eigentlich alle Fahrten abdecken kann. Dieses Fahrzeug ist von der Leistungsfähigkeit her eins der besten, zumindest zu dem Zeitpunkt gewesen, als ich es gekauft habe. Das ist vor anderthalb Jahren gewesen. Ich bin jetzt 12.000 Kilometer damit gefahren und im Großen und Ganzen eigentlich sehr zufrieden. Es macht unheimlich Spaß zu fahren. Ich kann im Sommer offen fahren, ein Freiluftfan, und dieses Fahrzeug hat Bremsenergierückgewinnung, das heißt, wenn ich den Berg hinunterfahre, lade ich meine Batterien wieder auf. Von der Geschwindigkeit her komme ich 80 bis 100 Stundenkilometer, erreiche ich. Und besonders, und das war eigentlich der Punkt, warum ich dieses Fahrzeug gekauft habe, ist, dass es einen extrem niedrigen Energieverbrauch hat, von etwa 5, 6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wenn man das umrechnet, ist das ein halber Liter Benzin. Immer mehr Autofahrer möchten Sprit sparen und umweltbewusst fahren. Hier unsere Tipps. Mit seiner Fahrweise kann jeder Autofahrer selbst den Spritverbrauch bestimmen. Wer ständig hochtourig fährt, bläst sinnlos Geld durch den Auspuff. Hochmotorisierte Spritschlucker sind out. Ökofahrzeuge mit einem Verbrauch von höchstens 5 Litern im Stadtverkehr sind allerdings noch die Ausnahme. Aber Kleinwagen mit Cut zeigen die Entwicklung. Das Gesamtgewicht bestimmt den Verbrauch. 100 Kilogramm weniger sparen auf 100 Kilometer einen Liter, der vielleicht bald 4 Mark kostet. Also befreien Sie Ihr Auto von unnötigem Ballast. Im Stadtverkehr kann zum Beispiel getrost auf den Reservekanister verzichtet werden. Und ein Dachträger verschlechtert den CW-Wert und erhöht den Spritverbrauch. Zündung, Vergaser und Einspritzanlage müssen richtig eingestellt werden, denn nur dann wird der Kraftstoff optimal und schadstoffarm verbrannt. Auch zu geringer Reifendruck führt zu Mehrverbrauch. Auf den exakten Luftdruck achten. Offensichtlich wissen immer noch nicht alle Autofahrer, dass das Warmlaufenlassen des Motors überflüssig und sogar verboten ist. Es kostet unnötig Energie, führt zu erhöhtem Verschleiß und belastet die Umwelt. Stattdessen sofort mit wenig Gas losfahren, nach dem Anrollen hochschalten. Überhaupt immer in einem möglichst großen Gang fahren, denn niedrige Drehzahlen schaden dem Motor nicht.
Wichtig auch die vorausschauende Fahrweise. Also vor der Ampel rechtzeitig den Fuß vom Gas, so bremst der Motor mit. Nur bei längeren Wartezeiten, zum Beispiel am Bahnübergang, lohnt sich der Dreh am Schlüssel. Auch solche Umweltampeln sollen helfen, den Spritverbrauch in Grenzen zu halten. Wer umweltbewusst das Altglas zum Container bringt, sollte andererseits natürlich nicht den Motor laufen lassen. Achtung bei der Bergabfahrt. Hier immer in einem kleinen Gang fahren und den Motor mitbremsen lassen. Auf keinen Fall auskuppeln oder aus falsch verstandenem Spartrieb den Motor ausschalten und rollen lassen. Bremsverstärker und Servolenkung funktionieren dann nicht mehr. Smog hängt über der Stadt. Luftverpester Nummer 1 sind inzwischen unsere Autos. Ihre Verbrennungsmotoren produzieren jede Menge umweltschädigende Abgase. Für eine bessere Luftqualität in den Innenstädten könnten Elektrofahrzeuge sorgen. Jeder Autoproduzent erprobt sie heute schon. Personenwagen und Transporter von Kleinherstellern. Aber auch Elektromofas kann man inzwischen kaufen. Grundprinzip aller Elektrofahrzeuge, sie sind batteriebetrieben und müssen von Zeit zu Zeit nachgeladen werden, was über jede normale Steckdose möglich ist. Etwa 25 bis 50 Kilowattstunden schlucken die E-Mobile, je nach Größe und Leistung. Das macht je nach Stromtarif bis zu 4 Mark pro 100 Kilometer. In verschiedenen Städten sind bereits versuchsweise sogenannte Elektroladestationen, wie hier in Heidelberg, in Betrieb. Nachteile der Elektrofahrzeuge sind nach wie vor die Kapazität der Batterien und ihre Ladezeit. Aber bessere Batterien werden bald serienreif sein. Fahrzeuge mit Elektroantrieb fahren sich nicht viel anders als herkömmliche Autos. Schlüssel rein, Notschalter raus, Gas, nein, Strom geben. Das leise Summen des Elektromotors fällt sofort angenehm auf. Auch von Vorteil, die kompakt gebauten Kleinfahrzeuge benötigen weniger Parkraum. Zurzeit wird der Kauf eines Elektrofahrzeugs von einigen Landesregierungen sogar gefördert. Viele der 37 Millionen angemeldeten Pkw sind Zweitwagen, die ja häufig nur zum Einkaufen benutzt werden. Die gemeinschaftliche Nutzung, zum Beispiel mit Nachbarn, könnte die leider immer noch hohen Anschaffungskosten erträglicher machen. Inzwischen sind auch schon Handwerksbetriebe, die innerhalb der Stadt auf Kundenfahrt sind, auf Elektrotransporter umgestiegen. Kritisiert wird die angeblich noch geringe Reichweite der E-Mobile, aber 75% aller Autofahrten sind Stadt- und Besorgungsfahrten von weniger als 10 Kilometern. Da ist die Reichweite von bis zu 100 Kilometern pro Batterieladung allemal ausreichend. Und wie steht's mit dem Insassenschutz? Nun, der ist bei einem solchen Modell sicherlich nicht hoch. Aber auf Sicherheit muss nicht verzichtet werden, wie dieser Crashversuch mit doppeltem Airbag zeigt. Auf der A4 Richtung Aachen zwischen dem Autobahnkreuz Kremberg und dem Autobahnkreuz Köln-Süd. Die Polizei meldet Stau und zäh fließenden Verkehr von folgenden Autobahnen. A1 von Bremen in Richtung Köln zwischen dem Westufer. Während der Rush-Hour sind Verkehrshinweise im Radio inzwischen länger als die Nachrichten. Auto hinter Auto quält sich im Stau, besetzt meist nur mit dem Fahrer. Täglich fahren Millionen Menschen zu ihrer Arbeit, davon 70% mit ihrem Auto. Für Bewohner ländlicher Gebiete sind öffentliche Nahverkehrsmittel meist zeitraubend und unbequem. Manche müssen sogar mehrmals umsteigen. Also fahren viele lieber mit dem eigenen Fahrzeug zur Arbeit. Berufspendler können sich aber zusammentun und Fahrgemeinschaften bilden. Es schont Umwelt, Geldbeutel und entlastet den Einzelnen vom Stress des Autofahrens. Zum Beispiel, wenn sich mehrere Kollegen im Wechsel gegenseitig abholen. Hallo. Oder es geht so. Pendler, die in weit voneinander entfernten Orten wohnen, treffen sich an einem verabredeten Ort und fahren gemeinsam mit einem Pkw. Treffpunkte können ausgewiesene Parkplätze an den Autobahnausfahrten sein.
Und auch das ist eine Lösung. Einer der vielen parkenden Reitplätze wird angefahren. Dort steigt man auf öffentliche Verkehrsmittel um und trifft sich hier wieder nach Arbeitsende. Wer in der eigenen Firma keine Mitfahrer findet, hat vielleicht mit einer Suchanzeige in der Lokalzeitung Erfolg. Was aber, wenn so etwas passiert? Eine extra Insassenversicherung ist nicht erforderlich. Mitglieder einer Fahrgemeinschaft genießen uneingeschränkten Versicherungsschutz, selbst wenn ihr Fahrer den Unfall verursachte. Versicherungsschutz besteht auch, wenn sich Mitfahrer die Fahrkosten teilen. Fahrgemeinschaften gibt es nicht nur für den Weg zur Arbeit. In jeder größeren Stadt vermitteln Mitfahrzentralen auch weite Reisen mit vollem Versicherungsschutz. Oder aber, sie fahren mit ihm nach Sizilien. Millionen Pkw sind bundesweit angemeldet. Es wird immer enger in den Städten. Statistiker haben errechnet, ein Auto wird aber täglich nur etwa eine Stunde bewegt, vor allem für den Weg zur Arbeit. 23 Stunden steht es. Geld kostet es immer. Mit Anschaffungskosten und Sprit allein ist es nicht getan. Das vergessen viele bei ihrer Rechnung. Inklusive Steuern und Versicherung, Werkstatt und anderer Kosten kommen monatlich bei einem Wagen der oberen Mittelklasse 600 bis 700 Mark zusammen. Selbst bei einem Kleinwagen sind es locker einige hundert Mark. Wer wirklich rechnet, kommt ins Staunen. Was tun? Zum Beispiel ein Auto mit anderen teilen, auf das eigene verzichten und trotzdem mobil sein. Man kann sich mit Nachbarn zusammentun oder einem bereits bestehenden Verein beitreten. Beim nachbarschaftlichen Autoteilen stellt Herr X gegen Beteiligung der Kosten seinen Pkw den anderen zeitweise zur Verfügung. Ja, unterschreibe ich mal. Grundlage sollte auf jeden Fall ein schriftlicher Vertrag sein. Ein solches Autoteilen beruht auf persönlichen, freundschaftlichen Kontakten. Und die Papiere für das Auto geben? Ja. Man muss sich aufeinander verlassen können. Pflege, Wartung und Reparaturen müssen gemeinsam übernommen und abgesprochen werden. Beim Autoteilen im Verein haben sich mehrere Initiatoren zusammengeschlossen. Guten Tag. Ich möchte eben Mitglied werden. Gerne, kein Problem. Nehmen Sie bitte Platz. Okay. Jeder Führerscheinbesitzer kann bei Zahlung von Aufnahmegebühr, Kaution und monatlichem Beitrag Mitglied werden. Meist rund um die Uhr wird per Telefon gebucht. Mit Wartung und Reparaturen hat der Fahrer nichts zu tun. Den Autoschlüssel gibt's aus dem Wandtresor am Standplatz. Ein Auto gemeinsam zu nutzen, ist der Anfang zum bewussteren Umgang mit dem rollenden Untersatz. Wer nicht ständig auf einen Pkw angewiesen ist, fährt so bedeutend günstiger. Und was ist bei einem Unfall? Die Fahrzeuge sind meist in unbegrenzter Höhe, Haftpflicht und Vollkasko versichert. Der jeweilige Fahrer zahlt eine Selbstbeteiligung. Damit ist das Risiko für alle Autoteiler überschaubar. Sehr gut hingekriegt. Tut mir total leid, sie hat einen Vorfall.